Wasser und Sand ist nicht die einfachste Konstellation, aber einfach kann jeder. Die ganzen Passanten denken sich, ah, guck mal, der Baggerfahrer, der hat aber Ahnung, der kann das. Wie viele Anlagen gibt es davon in Deutschland? Null. Sowas also, gibt es bisher noch gar nicht. Sowas in der Form gibt es nicht. Ja Leute, ich grüße euch. Ich bin mal wieder unterwegs für euch im Auftrag der Kollegen von Zeppelin Rental on the job. Und zwar bin ich heute in Nürnberg im schönen Frankenland. Und wie man unschwer sehen und hören kann, hat das heute was mit Wasser zu tun. Ich bin nämlich hier an der Pegnitz und hier wird eine Surferwelle gebaut, eine Surferanlage. Ich kann weder surfen, noch habe ich Ahnung von Surferwellen. Aber der Ernie ist hier Bauleiter und den treffen wir jetzt. Ich habe mich zwischendurch verkleidet, ne? Schön Helmchen, Weste und Corona-mäßig müssen wir ein bisschen Abstand halten. Morgen. Servus. André, wer ist Ernie von euch? Ich. Okay, erzähl mal, was wird hier gemacht? Wie man auf dem Kran sieht, Nürnberg surft. Das heißt, es wird ein Bypass in die Pegnitz reingebaut, wo zukünftig eine künstliche Welle erzeugt wird. Ähnlich wie die Eisbachwelle in München. Die aber da natürlich ist, oder? Die ist natürlich. Hier wird es gebaut. Das Projekt ist einzigartig, deswegen haben wir auch so manche Schwierigkeiten. Das ist auf dem Papier alles schön, aber in der Praxis nicht ganz so einfach. Direkt neben der Pegnitz, viel im Wasser, viel Handwerk, viel Technik und das ist quasi der Prototyp für hoffentlich noch mehrere Anlagen. Hier sieht man später mal, läuft quasi das Wasser durch. Der Höhenversatz zwischen den Bodenplatten, da wird später mal dieses Wellenbauwerk angebracht. Das heißt, hier wird die Welle gesteuert, ob sie höher oder tiefer ist. Und wir sind jetzt quasi in der Urkonstruktion und haben uns quasi von unten nach oben gekämpft. Überall gibt es Wasser. Wasser und Sand ist nicht die einfachste Konstellation. Weil du machst ein Loch und es fällt alles genau, wieder zusammen. Genau. Man sieht hinten, es strömt ständig Wasser nach, ja. Bringt die Feinteile mit sich. Wenn wir unkontrolliert absenken würden, würde der Damm und der Kran kommen. Das heißt, die Feinteile würden wandern, würden den Damm mit sich bringen und irgendwann ist die Pegnitz direkt bei uns. Weil das natürlich relativ schnell unterspült wird. Wir sind hier im Schacht, sind wir 1,5 Meter tiefer wie der Wasserstand der Pegnitz außen. Und es ist quasi nur Sand zwischen uns. Und Sand lässt halt Wasser durch, bekanntlich. Das heißt, es könnte einfacher sein, aber einfach kann jeder. Okay, das heißt, das Wasser fließt im Prinzip von der Pegnitz auch hier durch genau. Den Sand durch? Strömt dauerhaft durch. Ich sehe gerade den Kran. Ja. Wie habt ihr den denn hier, habt ihr da noch Fundamente gemacht oder gebohrt oder so? Wir haben im Vorfeld Brunnenringe abgeteuft, ja. Schachtringe, 1,50 Meter Durchmesser abgeteuft, sind mit Beton gefüllt worden, Bodenplatte drüber und dann der Kran drauf. Ach krass, wie tief gehen die Brunnenringe? 2 Meter. Du machst dir da gar keinen Kopf, das ist ja wirklich alles wie eine Sandgrube hier, ne? Dafür sind wir hier. Ja, und was ist jetzt das für euch die Herausforderung? Weil du sagst gerade, ja, einfach kann ja jeder. Finde ich schon mal gut, das Motto. Aber ihr müsst euch vorstellen, hier, das Bachbett wird unten mindestens 8 Meter breit mit einer Böschung nach oben und wir müssen hier noch 2,5 Meter runter. Wie kriegt ihr das jetzt hin, wenn ihr jetzt noch tiefer geht, dass ihr halt nicht diese Unterspülung kriegt? Indem wir abschnittsweise arbeiten und das heißt ausheben und sofort Steine rein. Es wird Stück für Stück dann gebaut und immer abgeteuft nach unten. Das ist die fertige Sohle. Und dann müssen wir noch 1 Meter runter. Und je tiefer du kommst, desto mehr Wasser kommt ja dann. Ja, genau. Auch, ne? Und am Schluss gibt es eine Öffnung direkt zur Pegnitz. Das heißt, das Wasser läuft dann direkt rein. Wie viel Kubik fördert ihr hier in der Stunde mit diesen Pumpen? Also die große Pumpe, die hat eine Leistung von zwischen 60 und 100 Kubikmeter. Je nachdem, wie der Andrang ist. Jetzt momentan ist es harmlos. Wie wir hier unten gebaut haben, sind zeitgleich 5 Pumpen gelaufen. Also das heißt, über 200 Kubikmeter pro Stunde zeitgleich gefördert. Zu Beginn. Das heißt, es pegelt sich in einer gewissen Zeit wieder ein. Aber zu Beginn ist halt relativ viel. Muss alles über Absetzbecken abgeleitet werden. Können wir da mal hingehen? Was ist das hier? Macht ihr so einen Schilfgarten oder was? So wird später quasi die Böschung. Das heißt, unterhalb ist Steine und oben ist quasi, sind diese Spreitlagen, die wachsen dann auch an. Das heißt, gegen Erosion und alles, wenn später mal Hochwasser oder so kommt, den Sand würde alles mitnehmen. Das ist quasi eine Ufersicherung. Ist das hier quasi so ein Prototyp für euch mal? Das ist ein Muster. Das heißt, man sieht hier, Wasser läuft raus. Hier ist auch ordentlich Druck drauf, oder? So wie das Wasser kommt. Geht quasi in das Absetzbecken. Du kannst nur die Leiter hoch und reinschauen. Es sind mehrere Kammern. Das heißt, da setzen sich dann Sedimente ab, die jetzt siehst mit dem dann? Wasser rauskommen. Genau. Okay, du siehst jetzt 1, 2, 3, 4 Kammern. Wie tief sind die so? 2 Meter knapp. Und das heißt, das Wasser setzt sich von Kammer zu Kammer, setzt sich das Sediment quasi ab. Und wie man sieht, hinten raus kommt nahezu sauberes Wasser. Ich war ja schon mal bei den Niagara-Fällen, aber das haut mich jetzt total vom Hocker. Also wo wir hier stehen, läuft später mal das Wasser von der Surfwelle wieder direkt raus in die Pegnitz.
Warum hat man sich genau diesen Punkt ausgesucht? Passt das einfach von der Führung des Flusses? Man sieht oben rauf an den Höhenversatz von der Pegnitz und du brauchst dann Höhensprung, der wo kurz nach der Brücke ist, wo du quasi eine geodätische Höhenveränderung hast, um quasi für eine Welle was zu erzeugen. Du brauchst dann Höhenversatz, um diese Welle zu erzeugen. Und das ist eigentlich von der Lage her ein sehr guter Standard. Hier läuft es quasi raus, das wird dieser Beruhigungsbereich. Der Surfer, der quasi von seinem Brett theoretisch fallen könnte oder praktisch, steigt hier aus, geht seitlich wieder hoch und kann vorne wieder einsteigen. Dieses Thema Ökologie. Ihr könnt ja jetzt nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt eine Surferwelle und hauen jetzt einfach hier mal mit der Baggerschaufel in den Boden. 10 Jahre. Seit 10 Jahren wird hier geplant, weil du hast so viele Auflagen, Umweltschutzauflagen, Ausgleichspläne etc. Und es wird ja nicht nur hier gebuddelt und gebaut, es wird ja quasi, das war einfach eine grüne Wiese, Brachland, wird aufgewertet. Und jenseits auf der anderen Seite der Pegnitz wird quasi eine Fischtreppe, eine Bootsrutsche für die Kajakfahrer, Kanufahrer und eine Fischtreppe gebaut, dass quasi auch die Fische vernünftig aufsteigen können. Also grundsätzlich läuft das Wasser immer durch die Pegnitz, durch das eigentliche Bachbett. Wenn die Surfer da sind, wird quasi von der Wehr aufgefahren, da läuft das Wasser durch die Welle. Der Unterwasserstand bleibt, aber es läuft halt oben kein Wasser mehr drüber. Das läuft hier durch und kommt hier wieder in die Pegnitz. Also können die Fische denn auch surfen? Surfen ist wohl echt nicht sein Ding. Naja, die brauchen wahrscheinlich kein Surfbrett, aber... Nee, aber wie ist das gewährleistet, dass die... Das heißt, wenn der Betrieb nicht da ist oder wenn der Verein nicht da ist, dann läuft das Wasser einfach durch die Pegnitz, okay, und die Anlage ist geschlossen und fertig. Meistens auf Baustellen bin ich ja unterwegs und dann ist auch irgendwas von Zeppelin Rental. Ne? Ja. Was habt ihr hier an Maschinen im Einsatz? Also wir haben von Zeppelin Rental gerade den 5-Tonnen-Bagger. 305. Rüttelplatte haben wir gerade hier. 5000 oder 6000, die steht da hinten, wo gerade der Krankorb ist. Was verdichtet ihr damit? Alles, was hier reinkommt. Sei das Schroppen, sei das hinten die Steine, sei das oben immer wieder in der Zufahrtsfläche. Was wir halt so brauchen. Hinter der Spundwand, da sind ja schon so Wasserbausteine. Die haben jetzt schon einen Zweck, oder? Das wird das fertige Bachbett. Das heißt, Vlies, eine Lage Schroppen, zwei Lagen große Steine und das ist dann das fertige Bachbett. Vlies ist wofür? Das Vlies ist quasi, dass die Steine nicht direkt im Sand verschwinden, wenn du hier reinsteigst, versinkst du. Und dann, was hast du dann gesagt? Kommt Schroppen, das sind die großen Steinbrocken, die sind 5 bis 6 cm groß und oben drüber kommt dann der große Steinsatz. Warum habt ihr jetzt hier zugemietet? Was habt ihr selber so im Bestand? 6 Rad- und Kettenbagger, 10 Minibagger, 25 Radlader, klein bis groß. Und je nach örtlicher Gegebenheit und da halt Zeppelin Rental für unser starker Partner ist, wir haben auch eigentlich nur Cut-Bagger. Und wenn man Maschinen braucht, dann leiht man sich das zu, um die Spitzen abzudecken. Und hier haben wir halt jetzt dauerhaft quasi diesen Minibagger, die Rüttelplatte hier. Und Wasserpumpen haben wir schon gekriegt gehabt. Also das heißt, wie lange seid ihr jetzt noch hier im Einsatz mit den Maschinen? Ungefähr seit 2 Monate. So, jetzt sieht man hier mal den Bagger mit dem Wasserbaustein. 323 ist ja schon ein relativ großes Gerät. Ich denke, damit habt ihr auch den ganzen Aushub hier gemacht. Jetzt habt ihr einen Grabenräumer dran. Das heißt, ihr profiliert dann auch direkt mit den Steinen hier so ein bisschen. Bei diesen Steingrößen, die bis zu 200 Kilo wiegen, ist händisch gar nichts mehr. Das heißt, was der Maschinist macht, das bleibt so. Das ist endgültig. Und er stellt jetzt quasi das ganze Niveau her. Das fertige Niveau von den Steinen ist quasi das Bachbett von der Pegnitz. Das heißt, wenn später mal die Spundwand gezogen ist, dann läuft das Wasser quasi durch ohne Höhenversprung. Denn wenn hier Versprünge in der Hydraulik sind, dann funktioniert es mit der Welle nicht. Hydraulik sagt ihr also quasi, wenn Wasser zusammenfließt. Das nennt man Hydraulik, also nicht die Hydraulik vom Bagger. Ja, nee, ausnahmsweise nicht. Wann habt ihr die Spundwände eingebracht hier? August. Im August, das heißt, wann seid ihr angefangen? Anfang August haben wir begonnen. Ziel war Weihnachten fertig, klappt aber nicht, weil es gewisse Schwierigkeiten gibt. Wir werden bis März fertig sein. Und in dieser Zeit haben wir dann, ich sag mal, ca. 10.000 Tonnen Erde bewegt. Mit Abfuhr, auch den Haufen, wo man droben sieht, wird alles beprobt. Und wenn die Analysen vorliegen, wird es dann quasi entsorgt. Wir werden am Schluss 1.000 Tonnen grobes Steinmaterial bewegt und eingebaut haben. Haben am Schluss 50 bis 60 Tonnen Baustahl, Bewehrung verbaut. 60 Tonnen? 60 Tonnen. Und wie viel Tonnen Beton? 750 bis 1.000 Kubikmeter sind. Das ist schon ordentlich laut. Wer ist er? Ist der erste Vorstand, der Thorsten. Thorsten, du bist wahrscheinlich auch begeisterter Surfer. Ich bin begeisterter Surfer, genau. Und das ist so ein bisschen der Charakter von dem Ganzen. Aber wenn du dich jetzt hier umguckst, ich sag mal, das ist ja schon eine ordentliche Baustelle mit ordentlichem Maschineneinsatz. Hier steht ein großer Hochbaukran, Fundamente, das ganze Genehmigungsverfahren, die ganzen Instanzen.
Was ist das für ein Investitionsvolumen, was da so im Raum steht? Investitionsvolumen, also Gesamtinvestition, liegt bei 2,4 Millionen Euro inzwischen. Also das ist ja schon ordentlich. Das, ne? Ist ordentlich. Das heißt, wer hier surfen will, kann hier hinkommen, muss aber eben auch ein Ticket lösen. Ja, der Surfen, also wird ein Vereinssport sein, wie so eine Fußballanlage, Tennisanlage oder sonst was, wo man sich als Vereinsmitglied einbuchen kann. Es gibt dann einen öffentlichen Betrieb und voraussichtlich sowas wie einen 2-Stunden-Slot dann buchen kann. Die Kapazität, wie ist die, wenn ich jetzt die Anlage gleichzeitig benutzen will? Mit wie vielen Leuten rechnet ihr da so? 15 bis 20 oder sowas. Wenn man 2 Stunden mit 20 Leuten ist, das ist so ungefähr der Anhaltspunkt. Auf jetzt muss ich mal ganz unbedarft fragen, ich als Nicht-Surfer, ist das eine coole Aktion, so eine künstliche Welle, oder ist das eher so wie Skihalle? Es ist eine absolut coole Aktion. Also das gibt einem das Surfgefühl. Also man ist auch hier in der Natur. Vielleicht künstlich erschaffen, aber es ist trotzdem noch ein Fluss. Also der läuft ohne Energie. Das ist einfach dieser Wechselsprung im Wasser, der da entsteht, der diese Welle entstehen lässt. Darauf surft man. Ich war schon mal bei Motocrossern, die halt diese Sprünge machen. Ja. Und die hatten auch verschiedene Rampenwinkel und so Kicker, wo du nochmal so einen Effekt kriegst. Beim Sprung hast du hier sowas auch? Also wir haben da 3 Module drin, die erlauben uns zum einen halt quasi die Qualität der Welle an sich einzustellen. Wir werden aber später auch sowas vielleicht wie Stufe oder Kicker einbauen können, ist das vielleicht begünstigt. Das wird sich aber zeigen, also da sind wir schon sehr gespannt drauf. Man kann es so machen, dass man quasi eine Anfängerwelle hat. Ja. Ich denke jetzt mal gerade so ans Bullriding auf der Kirmes. Das fängt ja auch immer erstmal langsam an, das schafft jeder. Aber dann drücken die irgendwann den roten Knopf. Also wir haben so einen gewissen Bereich, in dem das Ganze funktioniert. Und da können wir das vor allem ein bisschen kraftvoller und knackiger dann einstellen. Wie viele Anlagen gibt es davon in Deutschland? Null. Sowas gibt es bisher noch gar nicht. Sowas in der Form gibt es nicht. Glaubst du, dass dann hier Nürnberg auch so ein kleines Mekka für die Surf-Community wird? Ich gehe stark davon aus. Du hast schon richtig Spaß und Leidenschaft dabei, ne? Du bist die ganze Zeit so ein bisschen am Grinsen. Vorfreude. Wir stehen hier auf einer Baustelle. Wir haben hier 9 Jahre dafür gearbeitet. Und das jetzt alles entstehen zu sehen, da Teil davon zu sein, das ist fantastisch. Wir hätten es nicht geschafft, wenn wir nicht alle mit einer vollen Begeisterung dabei wären. Wenn ich nächsten Sommer mal wieder hier in der Ecke bin, dann komme ich mal vorbei und blamiere mich. Also das ist jetzt im Prinzip ja hier Ebene oder das Niveau von der Pegnitz. Vom Verständnis, die Pegnitz ist einen halben Meter oder 35 Zentimeter höher wie hier. Das Wasser hat einen leichten Abfall, läuft dann quasi auf dieser Ebene von der Bodenplatte rein. So werden die Steine. Hier, wo ich mich gerade bewege, ist dann quasi dieses Wellenbauwerk oder diese Wellenanlage, wo der Thorsten vorhin erklärt hat, wo man quasi einstellt, höher, tiefer, den Winkel. Flacher, den Winkel. Da ist dann Technikkanal und hier unten läuft das Wasser aus. Was man hier oben zum Teil sieht, ist ein Rücksprung. Du sitzt quasi drauf, hier steigst du in die Welle ein. Und wenn du halt dann quasi von der Welle runterfällst, geht es quasi Richtung Pegnitz wieder raus, hast links und rechts wie ein Beruhigungsbecken, kannst du aussteigen, gehst rum und kannst wieder in den Bereich reingehen. Klingt erstmal einfach. Ja. Die Wände werden im Einstiegsbereich mit Holz noch versehen. Die Wände sind 60, 70 cm stark zum Teil. Beton. Und nur dieser Bodenplattenbereich sind halt über 10 Tonnen Bewährung und halt über 100 Kubikmeter Beton. Und der Beton, ist das ein spezieller Beton, weil der auch die ganze Zeit im Wasser ist? Was hat der für Eigenschaften? Der hat spezielle Eigenschaften. Der muss verschleißfest muss er sein, wasserundurchlässig muss er sein. Es soll von unten kein Wasser durchkommen. Es gibt halt, wie aus dem Fachjargon, Expositionsklassen. Und da gibt es ganz viele strenge Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Und bevor hier die erste Schaufel oder der erste Eimer Beton reinkommt, kommt jemand, der quasi das Betonauto entgegennimmt, überwacht, nimmt quasi eine Probe und sagt, Beton passt oder passt nicht, und dann darf er eingebaut werden. Wahnsinn. Und wie lange muss der abbinden, dass der durchgehärtet ist? Naja, ich sag mal so, der hat nach 3 Tagen hat er wahrscheinlich 70-80% seiner Festigkeit. Nach 28 Tagen ist er bei 100%, aber du kannst am nächsten Tag drauflaufen. Okay. Und wenn man mal so in den Auslauf schaut, ist auch mal ganz interessant zu sehen, da siehst du jetzt die Spundwand, nicht ganz 2 Meter aus dem Boden rausschauen, die wird quasi abgebrannt. Das heißt, der Kasten ist komplett geschlossen, dass wir hier halbwegs im Trockenen arbeiten können, haben ganz viele Pumpen am Laufen, wie wir schon erklärt hatten. Und wenn der Auslauf komplett fertig ist, dann wird erst die Spundwand abgebrannt, weil ansonsten würde hier ständig Wasser stehen, wir könnten nicht arbeiten. Und die Spundwand wird aber abgebrannt auf der Kante des Betons. Unter Wasser. Die wird nicht gezogen.
unter Wasser abgebrannt. Wie machst du das unter Wasser? Wenn ich mein Feuerzeug unter Wasser anmache, geht das nicht. Nee, da kommt der Taucher. Da tauchen wir in eine Spezialausrüstung und brennen die unter Wasser ab. Mal zu euch, Uli Bau. Uli steht für? Ulsenheimer Lichtenau. UL Ulsenheimer, LI Lichtenau. Familiengeführtes Bauunternehmen. Uns gibt es seit 150 Jahren. Vater und drei Söhne. Wir machen vom Straßenbau über Tiefbau, Schlüsselfertigbau, Hochbau, Ingenieurbau, Wasserbau, was das hier ist. Und der Ingenieur hat mich angerufen, er hätte was Spezielles. Dann habe ich gesagt, her damit, machen wir. Der Polier schimpft mich die ganze Zeit, weil er sagt, schon wieder so ein Scheiß. Nee, aber es ist nicht alltäglich. Und man muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich immer nur die gleichen Häuser baue, ist das irgendwann langweilig. Es macht schon Spaß, weil es ist mal wirklich was anderes. Es ist anspruchsvoll, nervenaufreibend, aber das ist mal was anderes. Was ist denn hier nervenaufreibend? Ständige Änderungen. Stahlspundwände hätten sichtbar bleiben sollen. Und jetzt heißt es, oh nein, wegen der Umströmung vergleiten wir sie noch schnell mit dem Beton. Jetzt hast du einen ziemlich genau getakteten Bauablauf, weil du sagst, jeder Tag kostet Geld. Und heißt, wir hätten damals schnell ein paar Tage extra Arbeit. Und jetzt musst du das in der gleichen Zeit versuchen unterzubringen. Dann wird es sportlich. Aber das sind halt diese Feinheiten. Und wenn du halt direkt im Wasser baust, kannst du nie sagen, was passiert morgen. Du buddelst ein Loch und dann kommt entweder ein Baumstamm oder ein Bodendenkmal oder sonst was. Wir haben auch die ganze Fläche als Besonderheit auf Kampfmittel untersucht. Das heißt, offiziell darf hier nichts bewegt werden, ohne dass der Kampfmittelsondierer da ist. Der hat uns jetzt Vorabfreigaben für die Bereiche erteilt. Bei jedem Fund muss sofort angerufen werden. Und wenn was auffällig ist, dann macht der Baggerüberwachung. Das habe ich früher auch gemacht. Ja. Baggerüberwachung. Ja. Tatsächlich in der Kampfmittelräumung. Nee. Während des Studiums. Wirklich? Ja. Ja. Und auch zum Beispiel in Osnabrück, wo jetzt auch so eine Anlage steht im Kaufhaus. Das war nicht der spannendste Job. Okay. Und auch mit der unbeliebteste auf der Baustelle, weil du ja im Prinzip immer die Arbeit gestört hast. Wir haben halt Graben gemacht im innerstädtischen Tiefbau. Und wenn eine Sohle weg war, dann musstest du wieder rein, musstest du mit der Sonde wieder suchen. Das fand die doof. Ja, bloß hier ist das schwierig. Ne? Du hast neue Spundwände, hast noch alte Spundwände. Egal wo du kommst, der hat Störstellen. Mhm. Das war wirklich schwierig. Also zu Beginn war er zwei Wochen dauerhaft hier und jetzt kommt er halt peu à peu, wenn wir einzelne Abschnitte haben. Aber du nimmst ja wahrscheinlich für dich dann auch eine Menge mit, ne, an Erfahrung. Und ich sag mal, was Thorsten eben gesagt hat, es gibt ja im Prinzip gar keine vergleichbare Anlage. Und vielleicht macht das Beispiel ja Schule in Deutschland. Und dann seid ihr quasi schon die Spezialisten. Ja. Kann keiner behaupten, dass er schon mal so ein Ding gebaut hat. So, jetzt bin ich aber noch mal heiß wie Frittenfett. Ich will noch mal ein bisschen baggern hier. In Flussnähe. Ich muss vorsichtig sein. Ich bin gespannt. So. Geht auf jeden Fall schon steil abwärts hier. Interessant ist, dass man jetzt schon sieht, dass hier Wasser nachläuft. Aber warum nicht mal Wasserbau hier, ne? Die Pumpe gurgelt. Ich bin hier ein bisschen am Ausbaggern. Und wenn ich mit dem Kleinen hier fertig bin, dann gehe ich noch mal in den Größeren. So, als ich gerade gebaggert habe, da ging es auf einmal nicht mehr weiter. Ich denke, was ist denn da los? Zack, habe ich so einen ganzen Baumstamm im Baggerlöffel. Das ist jetzt nicht von 1950, ne? Tendenz 500 Jahre aufwärts. Krass. Das heißt, der war jetzt wirklich im Flussbett und dann ist halt über die hunderte von Jahren Sediment drüber gekommen und stinkt das? Also eigentlich gar nicht, ne? Riech mal. Nee. Wenn du noch ein paar Millionen Jahre drauf gibst, dann hast du Kohle. Wie viele Bäume habt ihr schon gefunden? 5, 6, 7 haben wir jetzt da gefunden. Aber für Kaminholz taugt das natürlich auch nichts mehr. Ne? Aber sieht schon krass aus, ne? Aber ich werde mir jetzt noch mal ein schweres Gerät holen. So, jetzt mal ein bisschen Ordnung hier machen. So, der Haufen hier, der muss weg. Und dann hilft man ja auch gerne, ne? So, beim Kettenbagger hier merkst du natürlich, selbst quer über die Auslage voll drüber. Und das Ding fängt jetzt nicht großartig an zu kippen. Muss auch ein bisschen mit Gefühl arbeiten, aber das haben wir ja.
die ganzen Passanten, die gucken jetzt und denken sich, ah, guck mal, der Baggerfahrer, wie der das da macht, der hat aber Ahnung, der kann das. So. So, Freunde, das soll es für mich heute gewesen sein. Ich lasse die Jungs jetzt weiterarbeiten. Das war zwar heute nicht die größte Baustelle, die ich euch gezeigt habe, aber mit Sicherheit eine der interessantesten. Denn unter den Bedingungen hier mal so eben so eine Surferanlage reinzubauen, direkt neben den Fluss, da steckt schon einiges hinter. Ne? Und jetzt seid ihr gefragt, eure Meinung, Kommentare und das Video. Und seid ihr überhaupt Surfer? Dann sollten wir uns vielleicht nächstes Jahr im Sommer hier mal treffen und hier mal einen kleinen Surfkurs für andere geben. Ne? In diesem Sinne, tschüss und bis dann.